Hallihallo, hier ist wieder euer Darth Steffen Zockt zu einer brandneuen Folge Let's Play Minecraft von der PS4 oder besser gesagt auf der PS4. Wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir gehen mal ins Dörfchen und bauen dort weiter. Wir haben ja jetzt ein bisschen Holz, also Tropenholz, und können damit schon was anfangen. Da hinten ist ganz viel Birke, da werde ich mir auch noch ganz schön viel holen für helles Holz. Und dann schaue ich mal, was ich damit anstelle. Ich werde einfach ganz spontan hier halt bauen. Und dann mal schauen, wie ich dann vorankomme. Aber ich werde hier wahrscheinlich noch gleich ein Beet anbauen. Mal schauen, wie breit das ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 breit. Okay, da brauche ich noch viel Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 7 und 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Okay, ist doch so rüberwärts und so rüberwärts. Okay, alles klar. Dann nehmen wir die bisschen Erde, die wir hier noch auf Hand haben, und ballern die schon mal hier rein. Aber schon mal einen Anfang haben und holen uns vielleicht noch ein bisschen mehr Erde. Wir haben ja noch genug. Hier muss ich eh ein bisschen was wegnehmen, dass das nicht direkt so nah hier am Beet ist. Daher nehme ich mal ein, zwei weg hier, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da Monster drauf rennt, geringer, war nicht so hoch. Das macht schon ein bisschen was aus. So, sei breit sind das immer, ne? Sei breit, da kommt hier Wasser, da kommt das hier wieder weg. So. Die nächsten kommen hierher. Gut. 1, 2, 3, 4, 5 brauche ich noch. Kein Problem. 1, 2, 3, 4 und 5. Das wird Wasser. Da kommt doch Holz hin. Könnte ich gleich mal machen. Ich muss mal meine Eimer holen. Ich habe vergessen, einmal mitzunehmen. Ich habe doch Eimer, das sollte ich die mal mitnehmen. Vielleicht auch erstmal hier hinten in dem Dorf einnarren, weil ich die da glaube öfters brauche als da vorne. Weil hier mein kleines Gebiet, was ich mir da gebaut habe, ist eigentlich soweit fertig. Da werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel bauen. Ich habe mein riesen Wohnhaus, das kleine Farmerhaus sozusagen und die Farm. Halt ein bisschen abgelegen. Vielleicht sollte ich das Stroh hierher legen. Weil hier hinten kommt der Regen nicht hin. Da wird es trocken liegen. Wäre vielleicht etwas optimaler. Mal so als Idee. Was das angeht. Oh, jetzt habe ich schon 6 Eisenblöcke. Sehr schön. So. Kommt, die kommt auch erstmal hier rein. Vorläufig. Okay, was wollte ich jetzt? Die Eimer wollte ich mitnehmen. Noch eine Schaufel für den Fall der Fälle. Das Werkzeug hier definitiv.
Was habe ich für Rute? Beete, Melone. Nehme ich das mit? Mohrrüben, ja, nehme ich auch mal mit. Kann ich ja da drüben auch pflanzen. Kartoffel, die ist auch noch rot, kann ich auch noch pflanzen. Da baue ich da drüben meine ganze Farming-Anlage auf, würde ich sagen. Und rote Beete sammle ich auch mal mit. Also mache ich dann generell meine Farm da drüben, würde ich sagen. Dann lasse ich das bisschen hier, das für die Tiere ist, zum Züchten. Und da drüben kommt dann generell meine Farm hin für Nahrungsmittel. Wo ich mir meine Nahrungsmittel zusammen farme. Alles natürlich biologisch. Keine Konservierungsstoffe und so Zeug. Alles schön bio. So. Nehme ich schon mal Wasser mit. Brauche ich so und so. Und jetzt muss ich mal auf die Seite hier. Ich bin ganz falsch. Meine Farm habe ich da hinten hingebaut. Eine andere. Ja, warte mal. Hier habe ich es hingebaut. Ich Depp. Bin ich bescheuert. Definitiv bescheuert. So. So, gut, das reicht schon mal. So, Pep. So. Dann machen wir so 1, 2, 3. Weil es beides ja 3 sind. So, so und so. Dann passt das. 3 Kartoffeln. Und hier. Ey, verpiss dich. So. Verpiss dich, ich hab nix. Geh weg. Okay, hätten wir. Oh. Gerade mal eine Kartoffel rausgekommen. Ehrlich jetzt? Wartet. Das sind alles Rüben doch hier. Aber ich möchte ja dann eher alles mit Kartoffeln voll haben und Weizen. Das ist mir eher wichtiger als Rüben oder anderes Zeug. Weil Rüben geben halt nicht allzu viel Nahrungsmittel oder Nahrung. Daher benutze ich die Rüben eigentlich bevorzugt eher selten oder weniger. Und ja, er benutze ich dann halt ja, Weizen, rote Rüben und Kartoffeln, weil Kartoffeln kann man so Bratkartoffeln machen. Daher sehr optimal. An jetzt habe ich eigentlich immer Weizen und Kartoffeln. Ist eigentlich so das Beste von allen. So, das haue ich mal hier wieder rein. Die Eimer haue ich auch mal mit hier rein, das gehört als Nahrungsmittel. Und das kommt doch raus. Das gehört da überhaupt nicht rein.
Da kommt hier die Kiste, wo es hingehört. Da kommt auch noch rein wieder erstmal. So, und dann werde ich auch erstmal an der Stelle wieder die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen gehabt und hoffe, dass ihr auch wieder beim nächsten Mal einschaltet, wenn es heißt Let's Play Minecraft von der PS4 mit und von eurem DarkSteffen zockt. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, noch ein schönes restliches Wochenende und ja, bis nächste Woche Dienstag zur nächsten Folge. Und schaut auch gerne bei meinem anderen Let's Play vorbei. Würde mich sehr darüber freuen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like und Abo da. Also dann, bis dahin eine schöne Zeit. Euer DarkSteffen zockt. Sagt Ciao mit V. Mit Doppel-V. Wie immer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Und lasst euch nicht ärgern.